So. Jetzt haben wir auch Bild. Das ist ganz praktisch, wenn ich euch ein bisschen Code zeigen will. Und zwar JavaScript. Den Vortrag habe ich so schon zweimal gehalten auf Chaos-Veranstaltungen. Jetzt auf der MMC das erste Mal, dann auf der Hackover letztes Jahr. Verändert sich immer ein bisschen, weil dadurch, dass ich täglich mit JavaScript arbeite und verschiedensten Code sehe in Open-Source-Projekten und auf der Arbeit leider auch. Und manchmal, uff, was man da, also da kann man halt, man kann schon echt geilen Scheiß machen mit JavaScript. Also man kann auch echt guten Code mit guter Codebasis und gut lesbar, das geht alles inzwischen. Ist aber nicht der lustige Teil. Der Talk heißt The Good, The Bad, The Ugly. Ich habe aber schon beim ersten Mal festgestellt, dass The Ugly viel lustiger ist. Außerdem ist das viel länger. Also fangen wir damit an. Also ich vermute, dass wir zu The Good gar nicht kommen, sondern noch The Bad haben und dann ist auch die Zeit rum. Das ist aber eigentlich auch egal. Dann nehmt ihr zumindest mit, was damit Ekliges geht und bitte schreibt das so nicht. Es geht auch anders. Ja, fangen wir direkt mal an mit The Ugly. Da kommen jetzt, also es wird jetzt eigentlich nur ein paar Folien mit Codebeispielen. Ich erkläre euch mal was dazu. Vor allem, warum das so ist. Manchmal, warum das sinnvoll ist. Oft, warum machen die das so? Es ist halt alles, also JavaScript ist halt eine Sprache, die hat sich mal so ein Brandon Eich ausgedacht, relativ kurzfristig, so 2 Tage. Bei dem Ergebnis sieht man das auch. Naja, das ist, es ist halt die Sprache im Web. Wir können also nichts ändern, was schon mal so Standard war, weil dann geht das Internet kaputt. Und das Internet wollen wir ja alle nicht kaputt haben. Deswegen kommen dann neue Sachen hinzu. Die sind meistens auch besser. Manchmal ist das einfach nur fragwürdig, was sie da getan haben. Aber naja, es ist jetzt halt so Standard geworden. Inzwischen ist es ja ein Living Standard, genauso wie HTML. Also da ändert sich eigentlich durchgehend irgendwas, aber es kommen halt nur Sachen hinzu. Sachen, die einmal Standard waren, bleiben so. Deswegen dauert das relativ lange, bis Sachen im Standard sind, weil inzwischen versuchen sie sich da echt Gedanken zuzumachen. Und die neuen Sachen, die so kommen, sind eigentlich auch relativ klar gut, jetzt aus meiner Sicht. Aber was wir da so früher hatten, und manchmal frage ich mich auch, warum wir da jetzt nicht für bestimmte Probleme nicht mal was Besseres machen. Da wird uns bestimmt was Besseres einfallen. Weil, ja, da wird uns was Besseres einfallen, Punkt. Ja, also erstmal fangen wir mit so Sachen an wie, ja, JavaScript versucht natürlich keine Fehler zu werfen. Nie. Weil Fehler werfen heißt, der Interpreter hört auf und dann ist vorbei. Das ist schlecht. Also versuchen wir erstmal aus jedem irgendwie was zu bauen. Dann sieht man hier halt so ein bisschen arithmetische Operationen mit Plus. Warum? Also es ist halt, wenn es ein Array ist, dann versucht er halt den Array-Inhalt immer zu nehmen und standardmäßig nimmt er mal einen String. Deswegen kriegen wir ein leeres Array, was wir mit einem arithmetischen Plus verbinden, ein leerer String. Und 2 leere Strings sind immer noch ein leerer String. Haben ja nichts. Naja, wenn wir einen leeren String haben und ein Objekt da drauf packen, dann wird halt toString auf dem Objekt gemacht, was halt standardmäßig Object-Object ist. Nicht hilfreich, aber immerhin kein Fehler. Warum, wenn wir das andersrum machen, plötzlich 0 rauskriegen? Das steht halt so in der Spec. Aber also ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum das jetzt so sinnvoll ist. Also es ist halt so. Aber ja, müssen wir jetzt mit leben. Damit kann man auch lustige Dinge tun. Aber bitte nicht produktiv benutzen. Da kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Das ist wieder schon ein schönes Beispiel. Wir haben ja so ein bisschen Alert. Also Alert, die Funktion dürft ihr wieder kennen. Gibt so ein nerviges Pop-up-Window-Gedöns im Browser. Benutzt man eigentlich nicht mehr, weil wenn man die öfter triggert, sagt der Browser auch irgendwann so ein nettes Häkchen, dass man die jetzt unterdrückt, weil die nerven. Weil dann ist auch die Seite dahinter angehalten. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass man die benutzt. Aber das war halt mal Standard. Also es war mal im Standard, deswegen bleibt es im Standard. Und deswegen geht es auch weiterhin. Das ist. Naja, aber Punkt Call führt die Funktion einfach nur auf mit einem anderen Kontext. Und Apply auch, nur dass dann die Parameter anders gepasst werden. Nämlich einmal bei Call muss man jeden Parameter einzeln angeben und das ist so, als würde man ihn der Funktion übergeben. Bei Apply gibt man ein Array an Parametern über
Und dann ist das erste im Array der erste Parameter, im zweiten im Array der zweite Parameter und so weiter. Das Ergebnis von diesem Ding wird wahrscheinlich keiner wissen, der das nicht schon weiß. Es ist 2. Es ist übrigens völlig irrelevant, was in dieser Funktion und in den Parametern steht. Es ist immer 2. Sofern man mindestens einen Call hat da drin, vor dem Apply, das ist wiederum wichtig, hat man 2. Ist halt so. Die Frage war, ob der Dialog dann noch erscheint? Nein. Ja, jetzt kommen wir zu so Dingen. Also es gibt 2 Sachen. Es gibt gleich, gleich, gleich in JavaScript und gleich, gleich. Das ist relevant in dem Sinne, dass bitte benutzt kein gleich, gleich. Das macht nämlich, na, wir gucken, ob Werte gleich sind. Wir ignorieren aber den Typen von dem Ding. Weil ja, JavaScript hat keine Typen, aber eigentlich hat es Typen. Aber es tut so, als hat es keine. Führt dazu, dass wenn man gleich, gleich benutzt, einfach guckt, kriege ich die beiden Sachen so irgendwie mit meinen Parsing-Regeln gepasst, dass es der gleiche Wert ist. Was halt meistens dann darauf läuft, ob etwas 1 oder 2 ist. Naja, das ist echt nervig, weil du weißt dann nicht, ob du wirklich eine Zahl hast zum Beispiel oder ob du gerade die Eingabe von einem String hast, da hat halt jemand 20 eingegeben und du willst gucken, ob die Zahl 20 ist, um dann später damit was zu tun. Du willst eigentlich immer gucken, ob der Typ auch gleich ist. Weil sonst kommen komische Fehler und die sind echt kacke zu debuggen. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, ist null und undefined. Da gibt es manchmal den Test, ob man gleich gleich null macht, weil das ist dann auch undefined und nur auch undefined. Aber das muss man halt auch wissen, um das zu tun. Ansonsten einfach gleich 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 benutzen. Aber wir haben halt auch den gleich gleich Operator, der ist halt da. Sind halt mehr Zeichen. Ist halt auch der Vorteil, wenn man Dinge irgendwie minified, macht er das dritte gleich auch weg. Weil es ist halt egal. Ja, es ist nicht egal, aber wenn du es durchgängig mit gleich-gleich machst, wird es irgendwann egal. Es ist ein unsafe Optimization. Du kannst damit komische Effekte kriegen. In der Regel ist sie aber per Default an. Ja, es ist wieder komisch. Ja, das ist aber jedenfalls false, weil true ist nicht gleich die Zahl 1. Da sind wir uns alle einig, da ist sogar JavaScript uns einig. Jetzt haben wir das da. Naja, wenn true nicht 1 ist, dann kann ja nicht true, true, also true und true gleich 2 sein, weil dann müsste es ja quasi 1 sein. Ja, doch. Das ist ganz einfach. Ein Plus ist kein gleich, 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 das ignoriert die Typen und das versucht das jetzt passend zu machen. Und naja, also dass true halt irgendwie 1 ist, das können wir uns, glaube ich, auch alle darauf einigen. Das kann man schon als 1 sehen. Aber JavaScript findet auch, ja, das ist eine 1, das ist ganz klar 2. So. Das ist ein Exercise für dich. Viel Spaß, das sind einige Stunden. Zumindest, wenn du nicht genau weißt, wo. Achso, die Frage war, ob ich aufkläre, warum das Alert Call Call Apply 2 ist. Nee, das dürft ihr selber machen. Ein bisschen müsst ihr auch als Hausaufgabe kriegen. Glaub mal, danach verstehst du JavaScript viel mehr. So, jetzt haben wir das hier. Das ist ganz klar false. Egal was x ist, das muss false sein. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, es gibt Werte, wo das true ist. Wir fragen, ob es undefined ist. Nein. Wenn x das ist, ist es true. Jeder, der Gleitkommazahl-Gedöns kennt, der weiß, ja, irgendwann wird das ungenau. Das sind wir halt bei dem, weil das ist effektiv das. Und JavaScript merkt sich halt schon so ein bisschen, was du da eingegeben hast. Deswegen addiert er auf die ursprüngliche Zahl die 1 und nicht auf das Ergebnis davon. Weil wenn er auf das 1, 0, 0, bla das Ganze machen würde, dann würde er da das Ganze plus 1 auch hinkriegen. Also hierauf plus 1 wieder wäre wieder eine Zahl größer und eine andere und nicht die gleiche. Es ist halt Gleitkommazahlen. Hier hingegen gibt es... Nee, aber es ist eine große Zahl und alle Zahlen sind Gleitkommazahlen in JavaScript. Es gibt den Typ Number, fertig. Ja. Jetzt wiederum, das wiederum ist der klassische Fall. Das ist falsch.
Genau, das ist tatsächlich richtig, dass das falsch ist, weil die machen halt die Gleitkommaspezifikation und die sagt, das ist falsch. Ist also alles korrekt. Sieht natürlich trotzdem scheiße aus. Und wenn man jetzt nicht gerade genau weiß, die Gleitkommas. Und ja, JavaScript ist halt eine Sprache, die benutzen auch viele, die gar nicht so viel vom Programmieren wissen. Das ist halt erstmal irritierend. Also die Kurzantwort, weil es in der Spec steht. Nein? Ja. Ja, also die Antwort, die DD hat gesagt, die 0,1 ist nicht als Gleitkommazahl binär darstellbar, sondern da ist ein Rest. Also es ist halt nicht genau das, sondern es ist ziemlich genau das, aber nicht genau das. Und ich habe ja gefragt, ob es genau 0,3 ist. Und das ist es nicht. Nee, auch dann wäre es false, weil es ist eine andere Zahl einfach tatsächlich. Das Gleichgleich und das Gleichgleich ignoriert nur Typen, aber nicht Werte. Er kriegt es halt nicht hin. Du wirst halt nicht hinkriegen, dass 0,1 plus 0,2 ist halt niemals 0,3, genau. Aber fast. Aber danach habe ich halt nicht gefragt. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Sachen mit Strings, da kommen wir wieder auf. Naja, das geht halt prinzipiell erstmal nicht. Jetzt ist die Frage, was macht er? Versucht er die 2 als also als Number zu parsen oder die 1 als String? Beides wäre valide. Ist so ein Ding, muss man wissen, ist 21. String vorne heißt, wir machen einen String aus allem, was dahinter kommt. Minus wiederum, naja, ich kann keine 1 vom String abziehen. Jetzt sind wir bei 1. Okay, ist halt so. Ja, dann noch solche Dinge. Also 0 und minus 0 sind zwar, also es ist nicht das Gleiche, aber wenn wir so fragen, ist es das Gleiche. Es gibt ein paar Stellen, wo das nicht das Gleiche ist. Dann haben wir noch solche Sachen. Ja, wenn 0 und minus 0 das Gleiche ist, dann ist es ja egal, ob ich 1 durch 0 oder 1 durch minus 0 mache. Nein. Das eine ist Infinity, das andere ist Minus Infinity und das ist nun mal nicht gleich. Wenn man das halt so darstellt, nämlich vorher guckt, ob die beiden Sachen gleich sind und das sind sie nun mal, ist das halt schon wieder so ein, wenn das Dinge in der Spec stehen, die sind halt wichtiger als Werte. Steht halt in der Spec. In der Spec steht 1 durch 0 ist Infinity und 1 durch minus 0 ist Minus Infinity. Punkt. Es ist halt so. Wie gesagt, einmal Infinity, einmal Minus Infinity. Steht so in der Spec. Jetzt kommen wir zu Not a Number. Das ist ein schwieriges Ding. Also Not a Number ist erstmal der Typ von Not a Number ist Number. Klingt doof, ist aber so. Kann man noch irgendwie verargumentieren, es ist halt ein Sonderwert für Fehler in der Regel. Wenn ich halt versuche, irgendwas zu parsen, was keine Zahl ist, dann ist das Not a Number. So. Not a number ist aber besonders nicht not a number. Es ist halt immer unique. Ja, genau. Not a number ist nicht not a number. Ja, genau, das wird auch in den meisten Sprachen so sein. Es ist halt, wenn du rein logisch drauf guckst, komisch. Jetzt ohne das genauere Wissen von Zahlen und Gedöns dazu. Jetzt, wenn man das so einfach sieht, sieht das komisch aus. Ist halt so. So. Nee, ist false. Da ist also, das wäre es echt noch. So, jetzt haben wir das Problem, wie können wir testen, ob etwas not a number ist, wenn wir nicht gucken können, ob es not a number ist. Ja, aber da könnte es ja auch eine Zahl sein. So. Ja. Oder wir nutzen die Funktion is not a number. Das ist halt hilfreich. So, ist auch korrekt. Jetzt haben wir das Ding, das. Also wir sind uns alle einig, dass dieser String keine Zahl ist. Aber ist es auch not a number? Antwort? Ja. Okay, können wir nicht benutzen, weil
wenn wir wissen wollen, ob etwas wirklich als Ergebnis not a number, also die Variable not a number hat, können wir schon mal nicht die Funktion not a number is none benutzen. Warum nicht? So, ja, mehr Alkohol. Schöne Antwort. So, genau, Vergleich mit sich selber wäre eine Sache, aber das ist halt auch wieder, sieht halt scheiße im Code aus. So. Das musst du halt dann genau wissen, dass es nicht so stimmt. Es ist ja schön, wenn Code an sich lesbar wäre und man einfach sieht, ja, es ist logisch, dass es so ist. Es wird so sein und man nicht wissen muss, nein, das ist ein Spezialfall, der ist einfach so. Hat man sich auch gedacht. Man hat nämlich auch irgendwann mal die Überlegung gemacht, ist none ist halt eine globale Funktion, globalen sind prinzipiell schlecht. Lass uns mal Dinge prefixen, so in number. Deswegen gibt es das. Bei sonst, man ist halt einfach dafür übergegangen, hat die globale Funktion, die gibt es natürlich immer noch, die soll man halt nur nicht benutzen. Also Linting-Regeln verbieten einem das in der Regel. Zumindest ist es so ein Standard, wenn du die Standard-Extensions von, also die Standardregeln von sowas wie S-Lint benutzt, dann sagt es dir, benutzt bitte keine globalen, benutzt bitte die Prefix-Variante. Das Problem ist, wenn sie die Funktion ändern. Das ist noch klar. Jetzt haben wir aber auch hier den Fall. Map false. Das ist ein echter Check, ob es ist none ist. Haben sie geändert? Ist halt so. Da haben sie halt den Spezialfall eingebaut. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass wenn er jetzt Dinge nicht parsen kann, dann ist es auch not a number, sondern jetzt guckt er, ob es der Typ, also nicht der Typ, sondern die Variable not a number ist. So. Naja. Und genau wie eben angesprochen, man kann halt auch einfach das machen. Sprich, wenn man eine Variable hat, guckt man halt, ob sie das ist. Aber wir haben auch die geprefixte Number is Number-Funktion, damit geht das auch. Man muss halt gucken und wissen, die Legacy-Methode macht was anderes. So. Jetzt haben wir das hier. Not a number darf ja keine Zahl sein. Ist ja not a number. Die Frage war, was parseInt macht. parseInt guckt, kann ich aus dem Ding eine Zahl machen? Der zweite Parameter ist jetzt der relevante. Ich löse mal erst auf. Not a number ist 13.511, falls ihr irgendwann gefragt werdet. Zumindest in der Basis 24. Das ist nämlich der zweite Parameter. Der zweite Parameter ist die Basis. Die ist standardmäßig 10, wenn man es weglässt. Sollte man nicht, kann man ruhig mal immer explizit hinschreiben. Ist hilfreich. Und in dem Fall ist es halt, naja, ab Basis 24 ist auch n eine Zahl. Also wenn wir den String NaN benutzen, haben wir eine Zahl. Warum passt du daraus jetzt eine Zahl? Ja, das ist kein String. Aber er macht daraus einen String und stellt dann fest, ja, den String NaN kann ich parsen. Warum? Warum? Ja, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Problem. Hier ist der Slash übrigens keine Division, sondern ein, es ist egal, was man benutzt. Nur um klarzustellen, dass die Prefix und die Unprefixed-Variante das gleiche machen. Das ist keine Zahl, die wir da reingeben. Da sind wir uns einig. Da ist aber auch eine Zahl drin. Wenn da auch eine Zahl drin ist, dann parsen wir das so weit, wie geht. Hey, was ist aber, wenn wir Dinge haben, wo der Nutzer Dinge eingibt? Hab gehört, das macht man manchmal im Web. Jetzt wollen wir wissen, ob das eine valide Zahl ist, die derjenige eingibt. Der könnte ja auch 20 Foo 40 eingeben, weil er aus Versehen mal irgendwie Foo da reingetippt hat, weil er irgendwie im falschen Feld war. Und er wollte eigentlich 2004 eingeben. Naja, das können wir schon mal nicht benutzen, weil sonst kriegen wir als Antwort 20. Das ist nicht hilfreich, JavaScript. Danke. So. Immer noch nicht hilfreich. Weil das ist halt der Test, den man dann macht, um zu gucken, ja, ist das denn auch wirklich eine Zahl, die dann am Ende rauskommt? Weil number pass int gibt halt 20 raus bei 20 Foo, das ist nicht der Originalwert. Wäre aber beides 20, würde er das gleichsetzen, weil er dann wieder versucht rumzuparsen, weil ich benutze ja nur zwei gleich. Das wird dann aber bei langen Zahlen auch wieder nicht funktionieren. Genau. Lange Zahlen sind immer ein Problem. Aber da gibt es tatsächlich eine Lösung. Es gibt inzwischen einen Draft für einen Spec für Big Integer. Man hat das Problem entdeckt. Und genau.
man arbeitet dran. Es dauert halt alles ein bisschen. Ich glaube, wir sind inzwischen Stage 1, also nächstes Jahr haben wir das dann vielleicht. Je nachdem, wie schnell die sind. Mal so, mal so. Jetzt kommt, eigentlich würde ich ja sagen, mach das bitte nie so. Es ist aber einfach der einzige und einfachste Weg, um das zu machen. Wenn man das nämlich genauso parsen will und nicht diesen Gleich-Gleich-Vergleich da drin hat, macht man das. Man würde jetzt ja vermuten, na intern benutzt er bestimmt auch Number.parseInt, um daraus jetzt irgendwie ein Integer zu machen, weil das ist halt implizit 0 plus. Und dann versucht er eine Zahl draus zu machen aus dem String. Das kann er aber nicht. Wieso kannst du das jetzt nicht? Aber wenn ich dich explizit frage, dass du einen String parst, kannst du das. Wieso machst du das anders? Und es sieht echt scheiße aus im Code. Wenn man das benutzt, um Dinge zu parsen. Nein, es gibt keinen Listenwerk. Ja, man muss in beiden Fällen immer. Es ist alles. Das ist keine Division, das dachte ich schon. Das soll nur sein, du kannst beides benutzen. Es ist in dem Fall ein Oder. Ich hätte aber ein programmatisches Oder benutzen sollen, tatsächlich. Ja. Uff, alles nicht hilfreich. Bisher so. Infinity. Number. Sagte ich ja schon. Number. Min-Value ist das kleiner Null. Klingt erstmal danach. Also Min-Value kennt man ja auch aus anderen Programmiersprachen, dass man die kleinste Zahl bekommt, die man irgendwie darstellen kann. Ja, genau. Number Min-Value ist nicht kleiner Null. Number Min-Value ist 5e hoch minus 324. Es ist die größte Zahl über 0, also die kleinste Zahl über 0. So. Der Name ist echt nicht passend gewählt. Finde ich. Ja, es ist die Frage, ob es Epsilon ist. Ja, es ist effektiv Epsilon. Warum machst du nicht Number.Epsilon oder so? Gibt es übrigens auch. Weiß ich tatsächlich, ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob Epsilon Min-Value ist. Könnte man mal, ich werde das mal mitnehmen und für die nächste Version mit reinschreiben, ob das so ist. So. Jetzt haben wir Max Min. Könnte man jetzt sagen, ja, Max ist wahrscheinlich größer Min. Ja, genau. Die Frage war, Max von was? Max von was ist die richtige Frage in dem Fall, weil das ist schon mal false. Frage war, ob Min-Value was anderes ist als Punkt Min als Funktion. Ja, genau deswegen ist es auch so. Das Maßpunkt ist nämlich minus Infinity. Min wiederum ist Infinity. Infinity ist offensichtlich größer als minus Infinity. Und genau, kam schon richtig aus dem Publikum. Die Sache ist so, diese Funktionen geben einem das Max bzw. Min einer Liste. Und naja, das Maximum von nichts ist in dem Fall minus Infinity. Weil minus Infinity ist größer als alles, was wir ihm gegeben haben. Es ist halt trotzdem das kleinstmöglichste, aber es ist trotzdem das größte von dem, was wir ihm gegeben haben. Genauso andersrum. Infinity ist definitiv kleiner als undefined. Ah! Ich habe tatsächlich zu viel geredet, aber das ist schon mal gut. Es wird echt nicht besser. So. 0 und minus 0 ist ja gleich, haben wir ja festgestellt. Aber nicht dann. Steht tatsächlich so explizit in der Spec drin, dass minus 0 bevorzugt ist dann. Also es ist nicht irgendwie aus der Zahlenreihenfolge allgemein klar und hier ersichtlich, dass minus 0 kleiner ist, sondern es steht explizit in der Spezifikation für Maßpunkt min drin. Genauso andersrum. Immerhin ist er da konsequent. So, sortieren wir mal Dinge. Einfache Aufgabe, würde ich jetzt mal behaupten. Einfache Aufgabe. Also, die meisten höheren Programmiersprachen kriegen das hin.
Ihr könnt euch alle denken, was er gemacht hat. Aber warum macht er das nur implizit und gibt mir am Ende wieder Zahlen raus? Weil jetzt ist das Ergebnis nicht sortiert. Hätte er daraus, er hat sie ja als String sortiert. Wenn er mir danach einen String rausgibt, wäre zumindest das Ergebnis sortiert, was er mir gibt. Es wäre nicht der Typ, den ich wollte, auch komisch, aber es wäre sortiert. Oh. Uff. Einfach nur uff. Es ist aber, also man kann sich jetzt vorstellen, wie das intern alles funktioniert. Es ist nicht hilfreich. So überhaupt nicht. Man muss halt wissen, Sort kann ich nur auf Strings benutzen. Für alles andere muss ich ihm sagen, wie er Dinge sortiert. Weil offensichtlich benutzt er auch nicht den Standardoperator, weil dann hätte das ja funktioniert. Also, oder er benutzt den Standardoperator nicht auf dem, was ich ihm gegeben habe. Er macht es ja auf Strings. Auf Strings, er hat mir das richtige Ergebnis gegeben für die falschen Eingabe. Das ist halt nicht hilfreich. In keinster Weise. Muss man wissen. So. Ist valides JavaScript, was ich da gemacht habe? Das Fiese ist, in dieser Syntax kann man alles machen. Also ich kann jedes, du kannst jedes beliebige Programm nur damit darstellen. Ist nicht hilfreich zum Lesen. Ist auch nicht besonders klein. Das ist das zweite Ding. Also das wäre vielleicht hilfreich, wenn es denn besonders klein wäre, weil dann könnte man das quasi als Minifile noch benutzen. Das Ergebnis, aber das ist natürlich viel größer als jeden Code, den man ihm sonst geben könnte. Also die Zeichen ist es halt. Aber es ist gut, wenn das Ziel Obfuscation ist, das ist gut. Nachteil ist, dass man das Ganze in eval packen muss am Ende noch. Auch das kann man da reinpacken, aber naja, aber im Publikum kam schon, ist fail. Ist halt ersichtlich, wenn man sich überlegt, okay, ich kann mit eckigen Klammern auf den Index von einem String zugreifen und, wie wir oben festgestellt haben, ich bekomme Strings raus, wenn ich Dinge mache mit Plus. Undefined, null, false, sind alles Dinge mit Zeichen. Da kriege ich genug zusammen, tatsächlich. Echt nicht. Also nett, dass es geht, aber irgendwie auch. Hätte auch nicht sein. Also hätte auch nicht gehen können. Wäre echt okay gewesen. Hast genug komische Dinge, brauchst nicht noch mehr komische Dinge in JavaScript. Undefined. Das I kommt von undefined. So. Das, okay, dass man Dinge leer machen kann, gibt es öfter mal in Sprachen so. Intuitiv würde ich jetzt sagen 4. Oder 5. Die ist 3. Ist schön, ich habe die Kommata gezählt. Aber irgendwie nicht das, was ich jetzt erwartet hätte intuitiv. Liegt daran, man darf in JavaScript Listen mit einem Trailing-Komma beenden. Das letzte Komma wird nicht genommen für die Liste, sondern es ist tatsächlich, wenn man Code schreibt für den Code-Review, toll, wenn am Ende das Komma ist, weil dann sieht man nicht diesen Edit für, man editiert das Element, was man, das letzte Element, weil man das Komma hinzufügt und am Ende von dem Element fehlt es wieder, bei dem letzten, was man hinzufügt hat. Macht Code-Reviews einfacher, das aber nicht. Also macht solche Sachen nicht. Ich weiß auch nicht, warum man das so schreiben sollte. Da gibt es auch schönere Wege. Aber wenn man das so schreibt, dann war das nicht hilfreich. Das ist tatsächlich auch ein Ding, das wäre Breaking gewesen. Wenn man das benutzt hat, produktiv, ist das irgendwann kaputt gegangen, weil Trailing Komma ging nicht immer. Die sind irgendwann dazugekommen. Aber man war sich bei dem Komitee einig, nee, das macht keiner. Und wenn doch, haben die es verdient, kaputt zu gehen. Eine Frage? Die Frage war, was vorher bei Komma passiert ist. Ja, beim Komma war es ein weiteres leeres Element. Oder ich glaube, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ich glaube, ganz früher ging das gar nicht. Dann war es ein Syntaxfehler. Und vorher war, also früher wäre das halt 4 gewesen noch. Ist einer der wenigen Dinge, die mal Breaking waren. Hey, immerhin mal. Ist auch wesentlich schöner mit Trailing Komma, würde ich nicht mehr weg wollen von.
sieht so trotzdem, dann hätte man aber auch das wieder verbieten können eigentlich. Da ist es echt nicht hilfreich. Ja, es ist. So, machen wir mal sowas. Wenn ich das Ding ist quasi, gib mir die Zahl, von dem was ich da reingebe. So, ungefähr. Das ist 0. Die Frage, warum das nicht None ist, weil das 0 ist. Jetzt ist es aber so, nichts reingeben ist immer implizit undefined, weil alles, was wir nicht definieren, ist nun mal undefined. Und undefined ist halt auch wieder so, nein, nicht defined, sondern undefined ist halt auch so, das ist später bei sowas, es gibt das Feature von Default-Parametern bei Funktionen, da ist es halt auch wieder wichtig, in dem Sinne, dass der nur gilt, wenn es undefined reinkommt. Wenn man sowas wie null reingibt, was ja auch effektiv nichts ist, aber ein definiertes Nichts, dann benutzt er den Default-Parameter nicht. Deswegen ist undefined nochmal speziell. Also das hier ist sonst, wenn man zum Beispiel Default-Parameter angibt, ist das äquivalent. Also jetzt würde er in beiden Fällen den Default-Parameter benutzen, wenn man einen an diese Funktion setzt. Aber ist ja ein String. Also ich kann dann undefined zu einem String machen, zumindest. Und das hat er auch gemacht. Dann ist es auch korrekt, es ist keine Zahl. Ist auch nicht irgendwie mit einer Zahl vor, alles richtig. Nicht hilfreich. Frage, ob das gilt, ob ich es in eine Variable packe. Ja, undefined ist auch eine Variable. Ja, ist egal. Undefined ist auch so schon eine Variable. Undefined ist eine Variable auf dem Global Space. Die gibt es immer. Die ist halt. Ist genau das Gleiche. Ist auch spec-technisch genau das Gleiche, als würdest du direkt undefined eingeben, weil undefined ist nun mal eine Variable mit einem definierten Wert. Und du setzt dann ja auch nur eine Variable auf einen definierten Wert, nämlich den Wert von der Variable undefined, der undefined ist. Die Frage war, ob es, wenn es eine Variable ist, ob ich es ändern kann. Nein, das geht einfach nicht. Im Strict Mode gibt es einen Fehler. Wenn man nicht Strict Mode macht, gibt es keinen Fehler, es passiert einfach nichts, außer ich bin in einem Scope, weil dann setze ich var und var benutze, dann setze ich Dinge auch. Also das Schlimme ist, var als Keyword setzt Variablen dann überall. Die sind danach verfügbar, auch wenn ich den Scope verlasse. Also wenn ich zum Beispiel in einer Funktion var a gleich 1 setze, dann kann ich nach der Funktion fragen, was a ist, und dann kommt 1 raus. Inzwischen gibt es dafür let, dann geht das nicht mehr. Deswegen sollte man var nicht mehr benutzen. Das macht nur Fehler danach, weil. Doch, genau so funktioniert es. Anonyme Callback funktioniert nochmal ein bisschen anders. Komme ich aber später tatsächlich nochmal zu. Ja. Ich darf aber, undefined ist aber kein reserved word. Ich darf also Variablen undefined nennen. Innerhalb von der Funktion ist es dann auch ein anderer Wert. Das macht das echt kaputt, weil dann ist undefined innerhalb dieser Funktion nicht mehr undefined. Nicht hilfreich. Geht aber, weil ist kein reserved word. Im strict mode wiederum geht das nicht, weil da haben sie es einfach verboten. Aber im non-strict mode, der aber eigentlich nie benutzt wird. Also man findet, wenn man einmal use strict als Direktive in den Code packt, ist es überall aktiv dann quasi. Sobald er es einmal gepasst hat, ist er aktiv, geht nicht mehr weg. Nee, use strict ist überall, nicht nur im Scope. Kann auch sein, dass es interpreterbasierend ist. Das ist nur so ein Ding. JavaScript war ja mal dafür gedacht, dass man so ein, naja, man hat so eine HTML-Seite und so, vielleicht so ein bisschen JavaScript. Deswegen darf man auch HTML-Kommentare benutzen und die Syntax davon sieht irgendwie weird aus, wenn man das in reinen JavaScript-Dateien plötzlich so kommentiert, sieht das einfach nur weird aus. Also wenn man seine Kollegen ärgern will, kann man das mal in so einen Pull-Request packen. Die denken sich dann vielleicht, ich bin doch gar nicht im HTML, warum machst du hier HTML-Kommentare? Ja, geht halt auch. Wenn es mal anders aussehen soll oder so. Warum soll das mal anders aussehen? Ich weiß es nicht, aber es geht. Naja, jetzt ist die Zeile ein Kommentar. Das ist ein Single Line. Ja, es ist ein Single Line Comment. Dann gibt es tatsächlich nur Single Line Comments. Dann, das ist kein Multiline Comment. Vergleichen wir mal Dinge. 1 kleiner 2 kleiner 3. Ja. Sieht JavaScript auch so. 3 größer 2 größer 1? Nö.
Weil wir können immer nur zwei Sachen vergleichen. Er macht also erst den Vergleich. 1 ist kleiner 2. True. True ist größer, kleiner 3. True. Deswegen kommt true raus. Jetzt ist aber 3 größer 2, also true. True ist aber nicht größer 1, weil ohne, wenn man die Typen weglässt, ist ja true gleich 1. Also haben, geht nicht. Dass er das überhaupt zulässt da oben, ist halt schon... Uff. Wirf doch bitte einen Syntax-Error. Wäre mir echt lieber. Ja, deswegen, das ist dann wieder. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Spaß mit Typen, weil es gibt so Primitive Types, String. Jetzt gibt es den String. Fragen wir, ob es die Instanz von String ist. Nee. Groß- und Kleinschreibung ist halt doch wichtig. Machen wir das. Ist das übrigens auch true, weil ich habe den Typenvergleich ja weggelassen. Wir haben zwei verschiedene Typen verglichen, die sind aber vom Wert her gleich. Der Typ von dem String ist dann nämlich Object. Es gibt übrigens keinen Typ String großes S. Das ist dann ein, also das ist dann ein Objekt. Es gibt den Typen mit dem kleinen S, das ist der String-Type. Und es gibt Objekte, die auch Strings darstellen. Ist halt so. Das ist jetzt noch ein bisschen neueres Feature, so, wenn man Sachen in Einzeilen schreibt. Das ist 10. Das ist aber nicht das leere Objekt, sondern undefined. Weil wir haben da einen neuen Block aufgemacht mit diesen eckigen Klammern. Das ist halt auch der Body von der Function, dann ist es halt eine leere Funktion. Wenn ich das jetzt aber in Klammern setzen würde, diese geschweiften Klammern, dann wäre es ein Objekt. Ja. Okay. Nehmen wir mal hin. Ja, das sind noch so Dinge. Wieso ist das jetzt 0? Ich habe ja eben oben drüber gezeigt, dass das nicht 0 ist. Da sind wir wieder bei Dinge überschreiben. Ich habe da, also bevor das funktioniert, muss man diesen Code ausführen. Ja, ich habe mir jetzt den Prototypen geholt von einem Array und definiere da Properties um. Nämlich die Property toString, die da implizit aufgerufen wurde. Fragt mich nicht, warum man das tun sollte. Es geht aber, weil man, es gibt ja dieses Configurable, wenn das false wäre direkt von Anfang an, dann könnte ich das nicht mehr überschreiben. Das wäre echt hilfreich bei solchen Dingen. So Built-in-Dinge, die man... Echt hilfreich. Kann man aber. Ist halt zumindest... jetzt sind wir tatsächlich bei Dingen, die nicht mehr spec-spezifisch sind, sondern interpreterspezifisch. Das ist das, was aktuell in V8 funktioniert. Das heißt, ihr könnt einen aktuellen Chrome nehmen und ihr könnt das so machen. Aktueller Chrome heißt übrigens bei mir den Dev-Version, also das geht auch noch in zwei Chrome-Versionen auf jeden Fall. Wenn ihr das in eine Library einbaut, freuen sich bestimmt alle. Wenn ihr das auch noch in eine so baut, dass es den Code, der ihr Open Source habt für eure Library, nicht drin steht, sondern ihr das nur in die gepublished Version schreibt, dann könnt ihr bestimmt Leute ärgern. Also das geht ja sogar noch, weil so oft macht man das halt nicht mit dem String-Vergleich auf Arrays. Da habe ich ja ein bisschen gefailt beim Dingen machen. Jetzt haben wir aber das. Ich habe jetzt die 12 gepasst. Das ist ein Int. Warum gibt er noch die Number? Und wenn ich jetzt, und dann kommt man hin und denkt sich, okay, ich gucke mal nach und frage die Funktion. Also wenn ich nur Number.parse mache, dann macht er halt einen toString auf die Funktion. Hätte ich die überschrieben, stände da jetzt der Body von der Function. Da steht aber Native Code. Ich habe aber tatsächlich keinen Native Code benutzt dafür. Ja, ich habe das gemacht, genauso wie oben. Die Property parseInt auf Number ist halt leider nicht non-configurable. Also jetzt schon, also danach kann man es nicht mehr zurückändern. Danach ist es halt kaputt für die Ausführung. Und writable ist das auch nicht mehr. Also writable wäre, dass ich den Wert direkt zuweise. Okay, ist danach halt kaputt für alle, die deinen Code ausgeführt haben. Wenn dein Code halt irgendwie eine Library ist, die beliebt ist und oft benutzt wird und am besten noch irgendwann Low-Level ist, sodass Projekte das gar nicht selber benutzen, sondern sie eine Dependency haben, die eine Dependency hat, die dann irgendwann euch als Dependency hat, dann macht ihr so viele Projekte kaputt. Also da kann man echt gut das Internet mit kaputt machen. Wenn wir das jetzt in irgendeine Library machen, wie früher mal Leftpad war oder so, halt irgendwas, was ganz viele Leute benutzen. Oh ja, jQuery ist ein schönes Beispiel. Also wenn jQuery sagen würde, benutzt uns doch nicht mehr, dann machen sie jetzt eine Version und bauen das ein, danach benutzt sie keiner mehr. Also erstmal ist das Internet kaputt für eine Weile und dann benutzt sie keiner mehr.
sobald rausgefunden wurde, warum das so ist. Naja. Ja, und das habe ich übrigens gemacht mit dem ToString. Weil ToString ist nicht configurable, aber writable. Naja, ich habe halt gesagt, das ist jetzt eine Funktion, die returned the pass int. Das f kommt nämlich tatsächlich nicht von uns, das kommt von, das ist halt immer dabei. Das ist halt f und dann der Function Body. Oder in dem Fall, was auch immer ToString macht. Und ToString gibt in dem Fall Native Code aus. Also, falls ihr Leute ärgern wollt, das ist eine gute Vorlage. Pass int kaputt machen und not a number rausgeben, ist echt gut. Ja. Also, das ist dann übrigens auch nochmal so, da, da habe ich einfach nur gefailt beim Folien machen tatsächlich. Man merkt ja, dass ich die gerade eben noch geweitert habe. Ja, gibt es zu dem Teil noch Fragen? Ich glaube nicht, die wurden ja schon gestellt. Ja, das ist so der Teil, macht das nicht. Außer ihr wollt Leute ärgern, dann macht das. Aber im Produktivcode sollte das nicht sein. Also dieses ToString und Configurable, es gibt noch ein paar mehr Dinge, die configurable sind, gibt ein paar mehr Dinge, die writable sind. Es gab mal JavaScript-Versionen, da hat man es auch geschafft, sowas wie undefined, also auch das Global Undefined umzudefinieren. Es geht inzwischen gar nicht mehr. Sie haben gelernt. Aber tobt euch aus, wenn ihr was findet, ist das bestimmt super, um Leute zu ärgern. Dede, ja? Die Frage war, ob sich Use Strict, also der Strict Mode, auch auf Skripte auswirkt, die nachträglich. Ja. Doch, wenn du Use Strict ist inzwischen, kann sein, dass es früher anders ist. Und in V8, das ist das, wo ich genau weiß, in V8 ist es danach für alles aktiv. Nur für den Function-Kontext aktiv eigentlich. Und für Module. Ja, tatsächlich ja, es kommt darauf an, wann du das UseStrict halt machst. Jetzt ging es ja allgemein um ein UseStrict. Wenn das UseStrict aber global ist, ist es für alles. So, stimmt, wenn man UseStrict irgendwo nur für Functions macht, dann kann man auch einzelne Functions strict machen und der Rest bleibt non-strict. Aber in der Regel will man einfach einmal ein globales UseStrict haben, weil du willst halt nicht anderes machen. Strict Mode bringt nur Vorteile und weniger Schmerzen. Ja. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber zumindest noch für the bad. Das ist nämlich relativ kurz, weil das sind Sachen, die haben wir immer noch, die muss man einmal wissen. Die sind auch echt nicht schön gelöst, finde ich, aber die sind halt da. Das ist der Kontext von einer Funktion. Der ist nämlich nicht immer ganz klar und den kann man halt auch setzen. Das ist halt hier dieses this. This ist halt, wir haben halt Prototypen und hier haben wir das Konzept von Kontext für Funktionen. Und hier ist es jetzt zum Beispiel so, dass diese beiden Funktionsaufrufe was anderes rausgeben wieder. Das ist nicht der gleiche, der Return-Wert von jeder von dem Ding ist immer was anderes. Bei dem ersten ist es nämlich x und beim zweiten ist es unterschiedlich, je nachdem wo. Das ist manchmal das Globale, also Global oder Window, manchmal ist es undefined, das ist interpreterabhängig. Ist auch super, undefined Behavior in seinem Programm zu haben, direkt wieder. Gibt es halt Call, habe ich ja schon erwähnt, damit kann man den Kontext setzen. Das erste gibt halt als Return-Wert Console, das zweite Undefined und das dritte Foo. Und wenn man eine Variable setzt, diese Funktion, und Foo.bind auf Foo macht, dann ist es halt immer Foo, wenn man diese Funktion aufruft. Nochmal Bind, da gibt es aber auch, es gab, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, es gab Interpreter-Versionen, wo sie es überschreiben lassen und es gibt welche, wo du es nicht überschreiben konntest. Ist halt auch gut, wenn es halt abhängig ist, wo dein Code ausgeführt wird, dass es sich mal anders verhält. C-Leute kennen das bestimmt. Ja. Und das ist halt eigentlich nochmal genau das Gleiche, nur dargestellt. Es ist halt vor dem Punkt. Effektiv ist es halt das Ding vor dem Punkt, kann man sich merken. Außer wenn man den Kontext geändert hat. Man sollte sich über diesen Kontext, wenn man JavaScript macht, halt einfach sehr gut im Klaren sein, was man da macht. Dass gerade wenn man solche Objekte macht oder Klassen macht und in denen Sys benutzt, muss man sich im Klaren sein, wenn jemand
eine Variable auf deine Funktion setzt, was halt immer geht, ist deine Funktion kaputt danach. Kann gewünscht sein, kann auch voll nervig sein. Muss man halt wissen. Ja. Und wie gesagt, den Good-Teil, da gibt es einen Teil, den lasse ich jetzt aber einfach weg. Der ist halt auch echt nicht so lustig. Der ist halt gut. Sonst wäre er nicht im Good-Teil. Ja. Dann wäre ich soweit fertig. Für... Okay. Ja. Können wir jetzt noch mal so ein paar letzte Fragen machen? Ja? So funktioniert, wie ich mir das wünsche, dann möchte ich ja diese ganzen Fallstricke umgehen. Und gibt es irgendeine Bibliothek oder sowas, die du empfehlen kannst, die sozusagen diese ganzen komischen Verhalten normalisiert, sodass, wenn man den Code anguckt, man weiß, was wirklich passiert? UseStrict. Damit geht fast nichts mehr, was da eben, also ein paar der komischen Dinge ging noch, aber vieles geht schon mal nicht mehr, sondern wirft Fehler. Allgemein UseStrict ist immer gut, weil UseStrict wirft Fehler. Fehler sind schöner als komisches Verhalten. Ansonsten waren das halt gerade Beispiele, das kannst du schon so machen, dann ist das halt Kacke. So. Naja, das schreibt man halt einfach so nicht. Nehmen wir mal als Beispiel dieses is not a number, was ja durchaus, was man hier vielleicht mal prüfen möchte. Das ist ja eine Funktion, die man da aufruft. Das würde jetzt das UseStrict ja nicht verändern, oder? Naja, UseStrict, du hast ja mit number.isNone den Check, ob etwas wirklich die Variable is not a number ist. Und das wird es im UseStrict halt immer sein, weil in UseStrict kannst du number.isNone nicht überschreiben. Im Vergleich zu normalen. Die Überschrift heißt JavaScript. Ich setze jetzt mal in Anführungsstrichen. Deinem Vortrag habe ich jetzt entnommen, du sprichst hauptsächlich von JavaScript V8. Jetzt meine Frage ist, für welche Versionen vom ECMAScript gilt das denn? In dem Fall latest. Also, latest. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, Living Spec inzwischen. Ist halt die latest dann. Aber das geht halt alles noch in latest. So. Also, wobei halt, es ist halt, es gibt halt die Spezifikationen, es gibt das, was die Hersteller daraus machen. Ein schönes Beispiel ist daraus, ECMAScript 5 war halt sehr lange der Standard. Es gibt halt niemanden, der 100% der Spec erfüllt. Nie. Es gab nie jemanden, der alles erfüllt. Sie haben immer 99% gemacht. So, es ist halt effektiv, ob die Browserhersteller das wirklich so tun. Tun sie aber inzwischen, weil inzwischen sind es halt einfach die Browserhersteller, die in dem Komitee sitzen. Und ein bisschen Facebook. Aber das war es eigentlich auch. Es sind die Browserhersteller und Facebook, die im Komitee sitzen. Ja. Wenn da keine weiteren Fragen sind, ansonsten, wenn es um komische JavaScript-Dinge geht, kann man mich auch einfach nochmal fragen. Ich kann auch in vernünftig antworten und nicht mit, hier, guck mal, dieser komische Snippet. Ich kann das auch vernünftig. Ja.